Ist hier Nebelgeld für dich? Nee. Wieso liegt hier ein, jemand, den du rufen kannst? Nee, nee. Also die Tür könnte sogar ich öffnen. Ich denke mal, hier wird's, ist eine Sackgasse dann auch. Aber bei dem anderen dürfte ich mal... Also soll ich mal aufmachen oder was? Ja, komm, ich denke mal, das ist hier aber das Ziel. Na, lässt sich von dieser Seite nicht öffnen. Okay, dann haben wir das wenigstens geklärt. Ich muss hier links, weil hier links war... Wobei, selbst wenn du, wenn du Disco machst, müsstest du eigentlich, sag ich jetzt mal, bei sowas, noch eine gewisse, Zeit lang quasi... Wie eigentlich bei jedem anderen Online-Spielen. Ja, das war aber beim ersten auch. Da konntest du noch gestorben sein. Was? Also hier hinten geht's auch noch weiter. Da hinten geht's auch. Mein Gott, ist das riesig hier. Ja, aber wir haben jetzt den Weg, den wir jetzt hier gegangen sind. Da habe ich noch nicht mal alle Wege abgelaufen. Dann ist halt die Frage, ob es hier unten auch weitergeht, groß, oder ob da irgendwo... Nee. Ja, egal, wir kommen eh nochmal hier hin. Ja, sehe ich auch so. Ach, da ging auch noch eine Höhle rein, hier unten, hier drunter. Ja, ja, so. Genau. Hier hoch müsste man eigentlich auch noch kommen. Wo? Oh. Achtung, komm. Da hoch. Was denn? Wo? Wo? Boah, was war das denn? Oben, die schmeißt Feuer. Ich sehe die noch. Ja, darf ich erstmal aufstehen, bitte? Danke. Nimm mal Feuer für. Bitte. Wieso haben die es denn eben nicht gemacht? Haben die. Hier ist nämlich auch noch eine Treppe. Feuerklauenring. Erhöht Feuerangriffe auf Kosten der Schadensminderung. Also da wirst du wahrscheinlich rüberspringen könnten. Aber wie du schon sagst, da musst du ja wahrscheinlich auch irgendwie hinkommen. Hier unten drunter. Oh, Alter! Runter kommt Fahrt. Wo ist noch ein Pfad? Ja, da unten kommt er. Ja, aber hier neben war auch noch einer. Hier sind wir zuerst. Lass uns hier nochmal kurz. Also ich glaube, da wo wir gerade waren, das war, könnte ein Shortcut gewesen sein. Obwohl, nee, macht eigentlich keinen Sinn. Von dem Bonfire bis hier zu. Hier sind auch noch Gegner, ich höre noch Gegner, ja. Du konntest nämlich hier über die Seite auch lang. Oh. Die werfen Speere, Vorsicht. Voll. Mein Gott, ey. Mann, gut Damage. Habe ich auch gerade fast den Arsch zugemacht, ey.
Jetzt ist halt die Frage, wie komme ich jetzt zu dir? Ich habe meine Hunde weggemacht. Boah, das Gebiet hier, ich finde das echt geil, aber das Gebiet ist echt mega riesig. Ich bin gerade mit dem Typen am Leben. Laden. Grant me death. Okay. Undo my shackles. Von dem Rumholen, der will ja erlöst werden. Jo. Oh. Oh, then it's true. A champion of Ash, as I live and breathe. To be in your presence is a great honor. I am Yol of Londor, a pilgrim, as you can see, only somehow I failed to die as was ordained. Well, perhaps my calling lies elsewhere. Say, champion of Ash, how does the idea of taking me into your service strike you? I was once a sorcerer. Surely I can be of use. Oh, I am honored, truly. I should be dead, yet you have granted me purpose anew. I, Yol of Londor, do solemnly swear myself to you. Mal schauen, was hier über lang geht, Junge, ey. Ohne Flachs. Da geht's auch. Mein Gott. Auch weiter. Ja, wahrscheinlich müssen wir die Scheiße aber jetzt nochmal machen, weil wir langsam. Potz auch gut ausgehen. Bist du denn bei dem Bonfire beim zweiten? Ne, ich lieg's am Tor. Auf der, hinter dem Tor. Also wie gesagt, einen Potion habe ich noch. Sollen wir damit erst nochmal weiter? Die Umgebung? Ja, würde ich sagen. Aber du kannst eigentlich das Bonfire kannst du eigentlich aktivieren hier. Feuriger Edelstein. Jo, mach ich grad. Sag, wenn du hast, dann. Ich pop! Sklavenkapuze. Fliegt mir erstmal der Typ hier entgegen. Hab ich dich mit beworfen. Kann natürlich sein, dass die Chance, invaded zu werden, zu zweit auch höher ist. Ich weiß noch nicht, wie es funktioniert. Kann aber natürlich gut auch sein. Also ich glaube, da wo wir eben waren, könnte quasi Sackgasse sein. Also da kommen wir wohl nachher. Ich würde sagen, da gehen wir am besten erst nochmal alles nachgucken. Wo wir ganz am Anfang waren? Ja, jetzt hier rechts quasi. Ich denke, das ist quasi. Oh, Finstergeist. Och man. Ja, da vorne ist er schon. Och man. Oh, der geht direkt auf Angriff.
will parieren, glaube ich. Ja, kann er ja. Oh, komm, schmeiß den Push. Da kommt ein blauer. Naja, will parieren. Weglaufen und Potion fressen, nicht vergessen. Mann. Ja, war klar. Und jetzt die nächsten Potion. Yeah! Im Bloodborne war das noch schlimmer. Da konnte man sich ja selbst verletzen und dann hast du live dazu bekommen. Hast dich damit, also konntest du live machen. Und so Sachen. Ja, Junge, hier ist schon alles tot. Oh, kriegt uns beide. Tschüss. Oh, schade. Ach man, das ist doch so lachhaft, dieser Hickhack hier. Weg. Na, gibt zwei Potions. Jo, ich hab's auch wieder bekommen. Na, einmal hin, jetzt habe ich eine mehr wie vorher. Aber eine kann ich direkt wieder nehmen, dann bin ich wieder voll. So, wo willst du lang? Jetzt hier geradeaus? Weil rechts geht's auch weiter. Geht's denn rechts weiter? So, rechts müssen wir auf das Haus und dann müssen wir rechts runterspringen. Dann kommen wir hier rechts auf jeden Fall wieder zurück. Jo. Weil eigentlich hätten wir den, hätte ich den mit der Bombe an der Leiter treffen müssen und dann hätte er nämlich da eigentlich rückwärts runterpurzeln müssen. Jo, sowas gab's beim zweiten doch. Also beim zweiten gab es ja auch so ein paar kleine Dinge, die ich dann ganz cool fand. Da kommt irgendwas Dickes. Scheiße. Ja, müssen wir nicht, wir können auch hier rechts zurück. Nö. Irgendwo müssen wir ja lang, also machen wir doch hier jetzt. Da ist ein Nebelgate. Wo? Hier unten. In der Kathedrale. Ja, das sehe ich auch, okay. Jetzt halt die Frage, wie kommt man wo am besten hin? Ich meine, wenn wir das Ding jetzt einmal erkundet haben. Dann wissen wir. Ja gut, irgendwas müssen wir halt ausprobieren. Es gibt ja eigentlich im Prinzip nur einen Weg am Ende. Das alles andere sind ja nur so Verzweigungen, die eigentlich ganz kurz sein sollen, wie ich es gehört hatte. Aber naja. Mein Schwert. Oh. So, die liegt jetzt vor dem Nebelgeld. Das ist also immer.
Ist da ein Bonfire vom Nebel Gate? Nächsten Kerze. Aber da sitzt irgendwas. Jo. No. So. Das heißt, es geht zum Boss da, wo wir weitergegangen sind. Eben. Das heißt aber andersrum. Wir müssen also hier weiter. Denn dann gehen wir erstmal dahin, wo wir vorher waren, oder? Sieht aus wie an der Londo. Jo. Freund voraus und dann das Erscheinen Abkürzung. Hm? Wir müssen hier einen Freund voraus. Soll ich mal zurückkommen? Nö, keine Ahnung. Hat ja einer geschrieben. Dann auch mit Bewertung oder was? Ja, 9 Stück. Aber das heißt ja auch nix. Und hier unten? Ja, meine, war ja keiner. Hast du dich gerade geheilt? Was hast du gemacht? Naja. Musste. Ja gut, was, ja, Freund voraus ist wahrscheinlich das, was der Typ da unten. Aber hier ist ja nix. Nee, keine Ahnung. Was ist denn hier? Ja, ich weiß leider nicht, wo du bist. Ja, hier steht auch Freund voraus. Ich bin gerade hinter dem Haus. Wo ist denn hinter dem Haus? Nicht voraus, Feind, aber gut darüber nachdenken. Okay, da unten. Nee, hat es. Ja. Das ist Quatsch. Ja, hier war ich eben schon. Ja, keine Ahnung. Ich werde nur noch rausfinden. Ich wollte gerade sagen. Dann würde ich jetzt aber erstmal da lang gehen, wo wir invaded worden sind von dem Einzelmann, von dem zweiten oder dritten. Ja. Gefolgt. Boah, es gibt aber auch verdammt wenig Seelen. Aber wir müssen eh runter. Hier oben ist eine Sackgasse. Das ist schon mal gut. Oh. Hä? Die Kerzen hingen in der Luft. Da rechts fahren wir. Oh, meine Fresse war. Oh, scheiße, der Dicke greift schon an. Da fliegt irgendwas. Ja, das ist diese Mulle. Lass dich von dem Zeug nicht treffen, da. Der ist gerade runtergefallen. Irgendwas trifft den. Das war ein weißer, also der sieht weiß aus, glaube ich. Aber der blieb da auch stehen, scheinbar. Ja, der sucht uns noch. Ich gehe hier hoch, dann. Weißt du, hier, wo wir runtergesprungen sind? Wenn es sich da hinstellt zum Kämpfen, springe ich von oben runter. Ja. Noch ein geiles, blauer. Ja, ein blauer. Das ist ja schön und gut, Leute. Ich finde das auch eigentlich gar nicht scheiße, aber ich würde auch ein bisschen gerne mal weiterkommen. Dann brauche ich ja 50 Jahre, bis ich das Spiel mal durch habe. Ja. So, also wir jetzt gehen hier unten weiter. Kommst du mit? Ja. Ja, da ist er, da ist er.
hab auch keinen Durchblick, wer hier wer ist. Der nicht, der hinter dir ist. Ah, der nicht, ja, das ist schön. Mach ich ihn an der Richtung. Ich bleib mal hinten, damit. Aua. Der hat aber einen Bums gehabt, aber der hat auch nicht wirklich viel Life. Und wieder zwei Potions. Ja, und so kann man sich natürlich auch erst machen. Ich hab nur. Vorsicht, Sascha, hier drin sind, ist da noch so eine kleine Ratte. Also Backsteppen ist aber echt. Kriegst du nicht hin? Eine Peitsche. Im PvP kannst du das nicht. Das liegt aber daran, durch diesen Server-Lag. Ja. Die stehen ja woanders. Ich höre meinen Treffer und dann geht erst Sekunden später, geht bei denen passiert irgendwas. Naja, aber das war ja auch schon immer so. Du siehst sogar den Treffer, aber derjenige verliert noch nicht mal was. Ja, wenn ich getroffen werde, ich höre bei mir öfter den Treffer. Aber es passiert überhaupt nichts. Ja. Ey, cool. Ach, jetzt hier so einen dicken gab's in Demon's Souls. Der sah genauso aus, fast genauso. Als Gegner. Weil ihr aber auch langsam die Orientierung, wenn ich ehrlich bin. Ja, es wird langsam auch ein bisschen zu viel. Oh mein Gott. Hier geht's hoch, da geht's auch weiter, hier geht's hoch. Okay, das werden alles nur. Nee. Alles nur kleine Gassen. Links, also auf der Rückseite hier ist eine. Oh, ein Klitzel, Drache, Eidechse. Da unten. Jo. Aber da ist auch noch ein dickerer Gegner. Ich habe keine Mana mehr. Ja, das ist ja schön, ich hab. Man kann auch von oben drauf planschen. Planschen? Oder? Nee, hier steht ja scheiße. Ja. Also hier geht's auch hoch. Ja.